Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria hier auf Crimson Butterfly Gaming. Ich wollte gerade mal nach den Spinnenweben gucken. So, ich habe jetzt nämlich hier einen Webstuhl und eine Sägemühle gemacht, um ein Bett herzustellen. Da. So. Mach ich das mal so. Sägewerk, Sofa. Wo ist das Bett? Mach ich direkt mal zwei. Auch wegen dem Gyroll. Gut. Damit wir uns jetzt langsam mal links niederlassen können, ist so der Plan. Das bedeutet, ich werde links erstmal ein schönes Haus bauen. Dazu nehme ich noch ein bisschen Holz mit. Ich nehme einfach alles Holz mit, was ich auf dem Weg finde. Dann machen wir es uns erstmal links gemütlich. Und dann können wir an alles weitere denken. Zum Beispiel in die Crimson gehen und das Gehirn von Cthulhu bekämpfen. So, kleinen Bäume da brauche ich jetzt nicht. Ich baue jetzt erst nochmal hier den großen mit. Gut, und dann gehen wir mal nach links. Das einzige Problem hierbei besteht, dass wir einmal durch eine Crimson durch müssen. Oh, und da fällt mir gerade mal ein. Wenn wir schon hier sind, können wir einmal gucken, ob sich über diesem Baum hier eine fliegende Insel befindet. Die ist schon verdammt hoch. Hier ließe sich bestimmt auch ein cooles Baumhaus bauen. Ja. Bis zum Maximalen ist noch einiges. Ich werde mich jetzt hier einfach mal hochbauen. Steine dazu haben wir ja. Aber hier scheint nichts zu sein. Das ist schade. Ein bisschen gehe ich noch in die Höhe. Ja, ein bisschen noch. Kamen ja noch nicht mal Harpchen zum Angriff. Doch jetzt.
ich nur noch neugieriger. Okay, jetzt ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Na gut, das war ja wohl nichts. Wirklich sehr schade. Vielleicht ein andermal. Am besten mit dem Gravitationstrank den Himmel einmal irgendwie abschweben. Ich glaube, zwei Stück davon habe ich ja sogar. Holz nehmen wir natürlich immer noch gerne mit. Je mehr, desto besser. So, ich denke, ja, jetzt haben wir erstmal genug Holz, um uns wirklich niederzulassen. Gehen wir mal schön Richtung Westen. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir mal hier diese ganzen Lücken auch zu auf dem Weg. Ich bin schon wieder als am Niesen. Kommt schon her. Immer so ein Mist, nachts loszugehen. Vor allem mache ich mir Sorgen, wenn es gleich in die Crimson geht. Hier ist ja zum Glück schon mal alles soweit zu. Ja, die Wüste ist auch noch so eine kleine Gefahr hier. Na komm schon her, jetzt geht mir aber auch ein paar Linsen, ja? Wenn ihr schon so in den Massen hier auftaucht.
habe ich immerhin schon mal das Farmen erledigt, um nochmal gegen das Auge von Cthulhu zu kämpfen. Ich sehe gerade, dass ich dummerweise gar kein Heilzeug dabei habe. Das bedeutet, einfach durch. Oh nein, komm. Das muss ich hier aber zumachen. Das wird sonst später noch ganz schön. Oh. Shit. Und da kommen sie angeflogen. Nein! Das ist jetzt ganz schön blöd. Nicht zu nah. Bleib weg von mir. Mist, ich bin gar nicht mehr so weit weg. Nur weil ich das dazu machen wollte. Okay. Ich warte erstmal, bis ich wieder volles Leben habe. Sonst kann ich gleich den ganzen Weg nochmal laufen. Feinde in der Nähe. Oh Gott. Ja. Ich kann mich rausfahren, oder? Okay. Einfach weiterlaufen. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt bin ich sicher. Na schön. Fangen wir jetzt gleich erstmal an, mit dem Haus zu bauen. Wie wir den Dungeon mit einbringen, das gucken wir dann nachher noch. So, erstmal auf die Karte sehen. Okay. Hier haben wir doch einen guten Bereich fürs Haus. Genauso wie hier. Ja.
schöner großer Wald. Die Kiste habe ich schon gelootet. Schade, hier ist keine Kiste mehr. Also fangen wir erstmal an mit unserem Trautenheim. Wir haben ja auch noch viele Gewässer. Die ganzen Augen nerven jetzt schon etwas. Neun Linsen, damit können wir einmal den Boss noch beschwören. Ich sollte mir vielleicht einmal machen. Wir haben ja hier, da haben wir noch Gewässer, da haben wir Gewässer, da. Dass wir das alles hier reinmachen in einen großen See. Was soll das denn jetzt? Nein, 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 nicht cool. Ich hab's gerade erst hierhin geschafft. Was soll die Wichse? Ey, das war unfair. Was? Hallo? Gerade ist wieder gespawnt. Soll mir doch mal einer sagen, dass das hier fair ist. Das ist echt uncool. Ja, die spawnt nicht, oder? So eine Drecksau. Das war das Gemeinste überhaupt.
Verdammt nochmal! Das ist ja doch bald besiegt. Jetzt mache ich dich aber weg, oder? Komm schon. Na endlich. Oh, war das gemein. Was habe ich denn jetzt wenigstens bekommen? Okay, den Schleimhaken. Ach komm. Dann nehme ich mal den Schleimhaken. Ninja-Hemd. Ich nehme mal hier drüber. Siehst du, da habe ich nicht mal den. Okay, der hat 3. Also immerhin etwas. Okay, das ist schon mal besser. Aber habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, da habe ich noch nicht mal den Slime Mount bekommen. Das ist doch wohl eine Sauerei jetzt, oder? Na gut, und nochmal von vorne los.